Max, morgen geht's nach Hause. Freust du dich schon auf Frau und Kind? Ja, klar, ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und ja, da ist die Freude natürlich riesengroß. Einen Tag vor dem Ende des Trainingslagers kann man auch so langsam ein kleines Fazit ziehen. Habt ihr die Einheiten, die ihr hier absolvieren wollt, auch gut durchgebracht? Ja, ich denke, jeder hat super mitgezogen. Wir hatten exzellente Verhältnisse und wir haben als Mannschaft wieder einen Schritt nach vorne gemacht und waren wichtige Tage für uns hier. Es sind nur noch 14 Tage, gut bis zum Auftakt im Pokal gegen Offenbach. Fühlt ihr euch bereit für diesen ersten Schritt, für diese erste Hürde? Klar, müssen wir ja. Ich denke, das ist das erste wichtige Spiel in der Saison. Da werden wir gleich sehen, wo wir stehen. Dürfen den Gegner nicht unterschätzen und wird uns sicher auch alles abverlangt werden. Dich hat in den letzten Tagen nochmal die Vergangenheit eingeholt. Du hast die weiße Weste von Sport1 bekommen zur Auszeichnung. Du hast die wenigsten oder die meisten Spiele ohne Gegentor gemacht und die wenigsten Gegentore überhaupt kassiert. Ist das nochmal so eine Ehrung, über die man sich auch persönlich freut, weil es über die Mannschaft hinausgeht und persönlich dich betrifft? Für mich ist es immer zweitrangig, ob ich persönlich geehrt werde. Ich schaue immer, dass ich der Mannschaft helfen kann. Das ist mir letzte Saison sehr gut gelungen und wir haben als Mannschaft funktioniert und ob dann einer mehr oder weniger heraussticht, ich glaube, das ist zweitrangig. Und ja, die Ehrung ist natürlich ein schöner Nebeneffekt. Vielen Dank.